2 rette dich an. Als Bolt oder Boll. Der mit den Schneeskeks. Ach, das ist gar kein Skeck. Ja, ja. Ist ja ein Ding. Ah, der ist gleich tot. Ist der denn? Ich verliere den aus den Augen, der hampelt so rum. Voll die Pussen. Lass mich Boll, okay. Guck dir das mal an. Mr. Ball, wir von Hyperion sind ein wenig. Was sind das jetzt? Die Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von Mr. Blake offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir ihr Material hören. Und noch eins, wie ich hier nach Iridium sind. Ich brauche nur noch eins, da kann ich mir wieder drei Waffen, drei Rucksack-Skins holen. Wow. Ich hab schon 21. Ey, was ist denn da hinten? Da blinkt irgendwas an diesem Anker vom Schiff. Ach so, Otte das Echo. Schieß mal an. Oder warte, ich hab ein Sniper-Gewehr, warte. Okay, jetzt ist der Anker gefallen. Grausig? Gemütlich, wollte ich sagen. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor... Ich mag diese Echos immer. Ich geh dann mal wieder. Sehr feinfühlig, Lilith. Was ist man da? Okay. Ich finde diesen Ton vom Turbo hier auch viel besser irgendwie. Okay, ich werde erst an der Pumpe oder da oder so. Mhm. Hier irgendwie. Jo, hier ist er. Oder? Die SMG ist immer Hammer. Also. Wo brennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt. Ah. Wie bitte? Ich war jagen und hab was von diesem Iridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich habe ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach verflüssigt. Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Iridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt, aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Weil ich, also du, wie geht's dir denn so? Ich glaube, ich gehe da mal. Ach Mann, hätte ich weiterfahren können. Nagel. Und noch ein bisschen. Bullying Box. Oh, da oben sehe ich noch eine Waffenkiste. Und ich treffe ich die. Nein! Scheiße. Stechender Kaktus, ah! Wie viele Rex uns hier angreifen, Alter? Schau mal den Himmel an. Oh. Nein. Oh, geschafft. Was ist da drin? Ein Schild mit 402 Dingens, aber der macht... Was ist denn Roid-Schaden? Was denn? Bigger Melee-Schild, das ist doch aus der Dingens. Also. Das war doch. Nahkampfschaden! Oh, kann ich die bitte? Hm. Oh, geil. Nahkampfschaden. Aber nur wenn er aufgebraucht ist. Ja, trotzdem. Das ist. Mein Schild ist so oft aufgebraucht, das weißt du gar nicht. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Hast du mal. Kann irgendjemand mal hier diese bekackten Rex umbringen? Du kannst jetzt gehen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn ihr nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich meine, dass ich einen Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... Sorry. Einfach desinteressiert geben. Das wirkt. Wir könnten über Jungs quatschen.
Willst du mein Feuerschild haben, den ich davor gekauft habe? Wo liegt der denn hier? Warte. Also ein bisschen wenig, aber okay. Es ist blau. Und diese Feuer-Dings um dieses Schild-Dings ist so cool. Ja, das bringt's über und vor allem bei Psychopathen immer Selbstmord und so. Mann, voll die Drecks-MG eigentlich, die SMG hier. Meine verzieht auch über. Nee, ich meine nicht, dass sie verzieht, sondern so normal schießt die ja. Aber wenn ich jetzt ziele, dann macht sie 3-Schuss-Betrieb, wenn ich ins Scope. Ach so. Habe ich auch schon mal einen. Ansonsten hat sie über die guten Stats und sie brennt. Sie brutzelt Gegner. Deine hat ja einen hohen Elementareffekt, ey. Habe ich auch geskillt bei den Badass Token. Ich hab's auch immer bei Bedarf geskillt, also bei Möglichkeit, Elementarschaden. Mhm. Aber das gibt's bei mir immer seltener. Bin ich voll dumm. Schuss und Treffen. Schildlade geschossen. Oh, so geil, es laggt nicht mehr, das Spiel läuft gerade so flüssig. Elementareffekt. Durchfall. Schildkapazität. Ausgewachsener Bullymonk. Ja, Token-Tanker. Die bringen alle nur noch eine Erfahrung, oh Gott. Dann nehme ich ja besser mein Sniper-Gewehr. Ich habe keine Muni mehr für die SMG. Bleib stehen! Alter, 890 Schaden. Ui. Durch den Schild jetzt. Richtig krank. Alter. Das war nicht mal ein Crit. Oder irgendwas. Einfach nur durch den Schild. Okay, ich kann jetzt und durch. Natürlich das Bajonett. Ja, die bringen nur eine EP. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ey, es reimt sich. Reimt sich. Ich mach mich extra unsichtbar, damit sie mich nicht bewerfen. So wie dich. Ja. Das ist eigentlich Fast Travel. Hm. Oder doch nicht? Doch nicht. Ach ja. Da.
Bist du noch an dem Job dran? Was macht die Mission? Punk. Oh Gott. Habe ich jetzt was gekriegt? Ja. Ja, Punk. Niedertricht. Ach, na gut, das hört sich ja schon scheiße an. Ja, Punk vor allem. Kann ich mir schon vorstellen. Boah, leckt jetzt aber hier. Naja, ich guck trotzdem mal. Ein Blick ist es ja wert. Ja, das sieht gar nicht so aus, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Sieht trotzdem dumm aus. So ein eckiger Kopf. Mein sieht ja scheiße. Bei mir ist halt so ein eckiger Kopf. Wie ich aussehe. Warte mal, ich zeig dir mal Punk. Das sieht richtig lustig aus. Was ist da jetzt anders? Naja, der ist ja eckig. Und der ist grünlich. Irgendwie voll der Mist. Ja. Ich mach mal eine kurze Aufnahmepause.